Also 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, wie man schlägt, das kann man in 3 Minuten lernen. Das ist ziemlich einfach. Und das ist auch keine große Zauberei, wie man ein Orchester zusammenhält. Aber für Dirigieren braucht man noch andere Qualitäten. Das erste ist die Führungsqualität. Man muss sehr viel Entscheidungen treffen. Stellen Sie sich vor, zum Beispiel in der Oper, man dirigiert und der Sänger fängt an, etwas zu spät oder zu früh zu singen. Da muss man schnell entscheiden können, ziehe ich das Orchester etwas voran oder bremse ich ihn oder den Sänger oder zeige ich etwas dem Sänger, bitte schneller, oder lasse ich ihn singen und löse ich das irgendwie anders. Das ist wie ein Schiffskapitän, der mit dem Wetter und mit den Wellen umgehen muss. Und das ist sehr schwer zu lernen, wie man die richtigen Entscheidungen trifft. Und dann kommt die nächste Stufe, wie man mit 100 Musikern umgeht. Weil einer ist temperamentvoller, der andere schüchtern, vielleicht ist einer arrogant. Und der andere ist sehr hilfsbereit, also verschiedene Leute. Und trotzdem muss das wie ein Klangkörper klingen und die Leute müssen so arbeiten, dass der Dirigent die beste Leistung von 100 Künstlern, von 100 Musikern ausholt. Und das ist die große Kunst. Dafür braucht man Jahre, viel, viel Erfahrung. Unterricht hilft nicht.